Ah, das wird gut. Erstmal schön Mittag gegessen, schnell abgewaschen. Nee, Quatsch. Ich verlaufe mich noch mal im eigenen Haus. So. Dann werde ich mal zum Händler. Der Striegel sollte da sein. Pflegebereifung habe ich auch noch gefunden. Lag auch noch in der letzten Ecke. Mal gucken, wie das funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, ob mir das gefällt. Wenn ja, dann werde ich mir so ein Dingskirchen noch mal zulegen. So ein Striegel. Ich spare ich mir ein bisschen Spritzmittel. Weil es ja sowieso so teuer wird. Ich hoffe mal. Der Arion kommt damit um. Er kann damit um. So, bleib ich mal hier stehen. Ja, geht mal an. Da wartet schon Ina. Bereites Geld. Mahlzeit. Sieht gut aus. Oh, sorry. Ich war noch am Telefon. Hallo. Ja, ist das für mir? Genau, das ist dein Striegel. Willst du Ja. erstmal ohne Gift ausprobieren? Ja. Ja, man muss ja halt, ne? Ja. Mal Ja, ich gucken. hoffe, dein Unkraut ist noch nicht zu weit gewachsen. Ja. Du musst das bei der allerersten Wachstumsstufe mit dem Striegel rauf, sonst kann es sein, dass du dann nicht alles erwischt. Ja, ich werde mal schauen, ne? Ich werde mal Ja. schauen, wie gesagt, wenn es mir gefällt, dann werde ich mir so ein Ding auch noch zulegen. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Man muss ja ein bisschen sparen können, ne? Irgendwo. Ja, auf alle Fälle. Also mit dem kannst du dir die Kosten für das Gift sparen. Und für die Umwelt ist es auch nicht schlecht. Ja. Sehr gut, dann werde ich das mal ausprobieren. Ja, ich hoffe, du bist zufrieden mit 9 Metern. Das sind Ja, meine das ist, Messwerte. das reicht, das reicht. Ja. Das Ja, reicht, dann das mache ich reicht noch nicht. meinen Trecker auf die Seite, dann kannst du den gleich mitnehmen. Ja, das wäre nett. Tipptopp, ich wünsche dir gutes Gelingen. Jo, dann bis später. Bis bald. Tschüss. Das ging ja schon mal ganz gut. Das ging ja schon mal ganz gut. Steht hier noch Saatgut? Ne, Kalk ist das, ne? Kalk. So, will ich das mal ausprobieren. Wo fahre ich da hin? Auf welcher Fläche? Am besten wäre die am Haus hinten, ne? Besten wir die Fläche hinterm Haus. Da. Da war ja ein bisschen Unkraut. Da war noch nicht so viel Unkraut drauf. Ich glaube, hier hinten auf den Rapsflächen oder die Fläche am Wald hinten, die waren ganz schön viel drauf, glaube ich. Ja, mal ausprobieren.
Mal ausprobieren. Hier war noch nicht so viel. Nee, hier war noch nicht so viel. Mache ich das denn am besten? Wie fange ich denn da am besten an? Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Der hat noch einen Tank. Können wir zur Not noch was aussehen mit Zwischensehen? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Vielleicht hätte ich auch ein Vorgewende zum Schluss gemacht, ne? Wie beim Grubbeln oder so. Aber einmal schauen hier. Das ist erst die ersten Meter sagen. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier sieht es auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Ein, zwei Unkräuter sind dazwischen, ne? Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ist man sieht nur nicht wirklich was, ne? So richtig. Nur kein GPS auf dem Träger. Mal raus und mal gucken. Ich fahre die Bahn mal noch zu Ende. Dann einmal mal rausgehen, mal gucken. Eigentlich soweit ganz gut aus, ne? Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier, ne? Ja, hier ist die Verunkrautet noch nicht ganz so hoch. Nicht so viele Unkräuter mit zwischen, hin und wieder mal. Einfach mal weitermachen. Einfach mal weitermachen. Oh, da hätten wir schon die Gülle gefahren, so wie das aussieht.
Eigentlich sieht das hier gar nicht mal so schlecht aus in den Kulturen. Aber zumindest hier. Mal gucken, was die anderen Kulturen nachher sagen. Wie das da klappt. Ja. Ja, auf jeden Fall eine Alternative zum Spritzen. Nur ist die Sache, will bestimmt das ein oder andere Mal öfters rüber, ne? Habe ich mal so gehört. Ansonsten. Gefällt mir das, was ich bis jetzt so sehe. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, ich werde nur zum Dio bauen. Muss ich mein Ding auch noch abgeben. Dann muss ich mein Düngen abgeben. Dann mache ich nur noch alles aus Mist und Gülle denn. Hier ist eine gute Stelle. Hier war sehr viel eben. Hier war eben sehr viel an Unkraut. Hey, das sieht gut aus. Das sieht da alles raus. Was sind das eigentlich für eine? Einböck. 9 Meter? 9 Meter ist doch schon in Ordnung, ne? 9 Meter wäre in Ordnung. Also muss man das jetzt noch an einen der anderen Flächen angucken. Da wo es etwas mehr Unkraut ist, wie das da aussieht. Meint ja, wenn zu hoch ist, wird das nichts mehr. Nur, was ist bei ihm hoch an Unkraut? Bei mir ist 1 Zentimeter schon hoch. Unkraut. Ja, ich probiere es einfach hinten im Wald, wie gesagt, da, oder am Wald, da war es ein bisschen dolle. Da probiere ich es einfach mal aus. Ob das wird oder nicht. Ansonsten muss ich da doch einmal mit der guten alten Spritze rüberfahren. Aber so auf dem ersten Moment. Oder ersten Blick besser gesagt. Sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Bin ich auf jeden Fall erstmal so zufrieden. Das sieht gut aus. Ich werde mal weitermachen.